bei der Taverne abbrechen, bla bla bla. Fabriker nach und Hauptmann ruft, benutzt das Geld für Papa, bla bla bla. Aha. Genau, aufwendig versiegelte Kammer zu eurem bla bla bla. Der Schalter zum Öffnen des versteckten Eingangs wendet sich wie von euch gewünscht hinter dem Gemälde, das hört man auch schon. Und ja, sonst nichts weiter. Müsste ja eigentlich funktionieren. Und den will ich auch so ziemlich schnell umhauen, weil der mir ein bisschen auf den Sack geht, hier diese blöde Sau da. Moment, hier kamen wir ja nicht weiter. Scheiße. So, Moment, habe ich hier irgendwo schon mal diesen blöden Löwen gesehen? Aber selbst wenn, ich hätte ja den Löwe sowieso entdeckt mit meiner Sicht. Von daher brauchen wir uns da gar nichts vormachen. Gefunden hätte ich ihn, zu 100%. Also, wo gehen wir jetzt überhaupt lang hier? Der andere Flügel ist zu ungeschützt. Ah. Gibt es dort einen Zugang zu den Gemächern des Barons? Wurde durch den Unfall zerstört und nie repariert. Eine Todesfalle. Nee, nicht doch jemand mit einer Lampe. Eintopfküche. Sir, dürfte ich etwas sagen? Mir ist vorhin aufgefallen, dass niemand die Kanalisation bewacht. Entschuldige, Jessup. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt? Komm, 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 komm. Nein, Sir. Soll ich die götzendurstigen Messer des Augen ausstechen? Willst du das? Nein, Sir. Das wird auch niemand. Beweg deinen Arsch und dreh deine verdammte Runde, wie ich es dir befohlen habe. Wow, das ist ja ein harscher Ton, du. Gut, wie viele sind es hier noch? Zwei, direkt einer gegenüber. So. Oh, mir tut der Rücken weh. Noch. Bitte, ey. Ich mach das doch bloß, ich doch zu kotzen. Ich will hier nur diesen blöden Löwen finden und dabei so wenig wie möglich großartig anders noch was haben. Ach so, wegen dem Ding hat es nicht funktioniert. Ja, du mich auch. Gut, das wird ja auch nicht aufgefallen haben hier. Oder aufgefallen sein, dass hier gerade einer weg ist. Ah, was haben wir denn hier? Ein Tintenfessel. Aber nicht nur irgendein Tintenfessel, nein. Ein Tintenfessel des Barons. Also ein ganz, ganz, ganz besonderes Tintenfessel. Jetzt muss ich nur noch an Wenn Sie meinen den Rang beiden nicht respektieren, kriegen Sie meine Klinge zu spüren. Das Ding hier kann ich nicht so einfach deaktivieren. Ah, der läuft da. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wann der Baron sich das letzte Mal gezeigt hat. Wieso läuft denn der nur hier von Dings zu... Ja, Dings zu Dunks. Ja, das bringt uns nichts. Und mir noch sehr viel weniger. Nee, nee, nee. Was? Nee, komm. Da hätte ich hochgehen können. Na, wunderbar. Das hier riecht überhaupt gar nichts. Das lasse ich mal nicht so haben hier. Das ist doch eine schöne Bibliothek, relativ großräumig. Okay, also in dem Moment, in dem der nach hinten läuft, ist das eigentlich die Idee oder der ideale Zeitpunkt, hier was zu machen. Aber, so, dadurch, dass ich ja hier noch irgendwo weiter will, ich hier ein bisschen in meinem Handeln eingeschränkt. Diese scheiß Wachen hier noch rumeiern. Oh. Das hat jetzt funktioniert. Ja, wunderbar. Hoffentlich findet er die beiden hier nicht. Ich
bin nicht ohne Grund so weit gekommen. Das müssen Sie kapieren. Na, guck's jetzt mal geradeaus. So, das Ding muss aus. Ich habe nachgedacht. Sollten wir den Baron nicht lieber von hier wegbringen? Denk nicht. Er ist in seinen Privatgemächern und geht nirgends hin. Befehl des Generals. Konzentriert. Was ist Ach. Das? Blöder Rabe. Wie kommt denn auf einmal ein Rabe dahin? Oh, von allen Scheiß. Das ist Köter und Raben, ey. Nee. Wo ist denn der Vogel überhaupt gewesen gerade? Es gibt keinen Ausweg mehr. Hing der oder wo war der? Überraschung, sage ich dir. Überraschung. Und ausnehmen muss ich sie trotzdem noch allesamt. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens hier alles gemacht und jetzt kann ich auch da reingehen. Na, endlich. Können wir mal schauen, vielleicht finde ich ja diesen blöden Löwen, mit dem die ganze Welt hier auf einmal redet. Oder, na, ganze Welt halt nicht, ne, aber... Ein Großteil. Ist hier was oben drauf? Nö. Auch nicht. Und nach oben könnte man... Doch, man könnte hier nach oben weg. Wenn man denn... Ja, da lang klettern könnte. So, das heißt, von hinten hätte man da lang gekonnt. Ich habe mal nochmal auf der Karte. Da. Nein, nein, nein. Mann, diese Scheißvögel. Vor allem, sobald die einen sehen, crasht, sind die rum. Und in dem Moment wurde man sofort entdeckt. Sowas muss nicht sein. Vor allem, wenn man gerade jeden hier bewusstlos gehauen hat. Und die eigentlich überhaupt keine Möglichkeit gehabt haben. Oder hätten in dem Fall. Irgendwas in einem zu machen. So, also hier ist schon mal kein Bildileinchen. So, Karte ansehen. Hier ging es weiter. Da lang. Also hier ist nichts. Das ist schon aus. Sehr gut. Gibt es irgendwo einen Lichtschalter dafür? Nö. Braucht man anscheinend nicht. Na komm. Aus. Sauber. Okay, keine einzige Kerze, keine einzige Lichtquelle wird von mir hier so gelassen, wie sie ist. An, in dem Fall. Weil aus, oder, ja, wenn sie aus ist, dann lasse ich sie ja auch so, dann, ja. Ich will ja in dem Licht hier nicht gesehen werden. Also, jetzt muss ich nur noch mit den beiden vorbei, ohne gesehen zu werden. Mach das mal. Oh, shit. So ein Scheiß. Jetzt habe ich vielleicht hier irgendwo so ein... Nee. Also der Löwe oder so, den man hier bräuchte bei den Leuten. Der ist bestimmt woanders. Der ist nicht hier. Jetzt wieder so einen blöden Raben krächzen höher. Dann ist aber Rom offen. Hier kommt man nicht nach oben. Na super. Und ich könnte aber hier irgendwie nach oben gehen. Und was hast du hier noch? Wunderschön. Hier ist sonst nichts weiter. Na gut, dann halt gehen wir mal wieder weg. Oh, nicht, dass der Rabe losgeht. Ah, wieder diese blöden
Ja, war klar. Halt! In dem Moment, wenn man den umhauen will, da, dann dreht der andere natürlich um. Ach. Ich will es doch nur einfach. Simpel und einfach. Okay, ich mache jetzt einfach dieses blöde Licht hier aus. Wollen die mich verarschen? Hey, was war das? Hm, dann sieh dich mal um. Du! Ergib dich! Was? Oh, wieso sehen die einen denn trotzdem? Das Licht ist doch noch an. Menschenskinder. So, na komm. Was zum? Hm, dann sieh dich mal um. Okay. Komm, 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 komm. Falls da jemand ist. Falls da jemand ist, dann hat er zugeschlagen. So. Jep, hat wunderbar geklappt. Was sind das Feines? Eine Geldbörse, eine stinknormale. Und ein Buch. Bücher sind immer schön. Die Urkraft schon wieder. Speichern. Ah, ist voll. Nochmal speichern. Hier gab es ja nichts Besonderes. Ah, geil. Endlich. So, jetzt muss ich aber mal schnell schauen. Vielleicht finde ich ja hier noch interessante Sachen. Baron Northcrest, die Urkraft. 806, was ist die Urkraft? Eben diese Frage habe ich einmal meinem Vater gestellt. Auf sein Leben so etwas antworten. Opium, bla bla bla. Aber die Urkraft ist mehr als Leben. Potenziell, Umwandlung, Potenzial. Höchste Autorität. Seit 3 Generationen arbeitet meine Familie daran, die Urkraft zu verstehen und ihre Energie als Quelle zu nutzen. Das ist das Wahnsinn. Doch wo meine Vorfahren scheitern, werde ich erfolgreich sein. Gut. 806. Könnte man ausprobieren. Jetzt die Frage. Wo war gleich nochmal dieser blöde. Also ich bin hier, dann hier rechts rein. Müsste dieser Safe eigentlich irgendwo hier sein. Oder? Nö, doch. Ja, nee. Gut, das ist jetzt gerade der falsche Raum. Dann, wo ist der Safe gewesen? Der Safe war nicht in dem Einzelzimmer. Der Safe war schon hier war, genau. So, also wie hieß das Ding? 806 war es theoretisch. Ja, 806. Na komm. Bitte geht dann auf. Immer noch nicht. Die wollen mich doch echt verarschen. Okay. Kapitel 6, das nächste. 842 hatten wir auch schon. Ah, die Kombination 889. Oh, wunderbar. Ich wundere mich die ganze Zeit, wie ist es dieser... Hat echt eine Ewigkeit gedauert, wie man den rausbekommen hat. Aber was haben wir denn Feines drin? Das ein Saphirkranz, nice. Schick, schick, schick. Und die Büste des Barons natürlich. So, damit ich auch immer genau weiß, wie lange ich denn hier noch aufgenommen habe. So, da haben wir eigentlich jetzt so ziemlich alles gemacht. Hier ist dieser große Großraum. Müsste ich auch nochmal rein. Beziehungsweise suche ich ja eh nach Aufgängen. Und hier wäre das zum Klettern einer der besten Aufgänge wahrscheinlich. Und nochmal nach oben. Bitte, bitte. Moment. Auch nicht. Da. So, Obergeschoss. Wo müssen wir lang? Hier ist noch nichts geöffnet, aber es ist auch gar nichts da. Bis auf so ein Taschenporträt. Ist aber lame. Brauchen wir nicht.
Und bald habe ich auch keine Pfeile mehr, wenn das so weitergeht. Und dann später wahrscheinlich auch noch keinen Mond. Gut, das ist schon alles aus. Ah, da ist noch was. Ich muss immer fein die Dinger lesen. Es geht bei Gelegenheit immer vor Saves. Das ist eigentlich immer das Beste. Wenn immer alles nach Nummern durchscannen. Gute dreistellige Nummern. Also dann, was haben wir gefunden? Baron Northquest, die Erweckten, Herrschaft des Großvaters, Harlekin, bla bla bla. Okay. Nichts von großartigem Belang. Belang hat es immer, aber ob es nur guter Belang ist oder nicht, das entscheidet sich halt später. On the fly, wie man so schön sagt. Und nee, das machen wir nicht aus. Hier kommt mal oben rein. Ja, Brieföffner sei Dank. Wie kommt man denn bitte auf 9000 noch was Gold? Das hätte so viel gekostet. Da hat sich entweder jemand vertippt auszusehen, als man das programmiert hat, oder das ist echt so teuer. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man hier in dem Spiel 9000 Gold bekommen kann. Also vor allen Dingen bekommen kann und dann ohne irgendwelche anderen Goldprobleme hier durch die Kante geht. So, wo ist denn jetzt noch ein bisschen was? Hier noch was. Vielleicht auf dem Bett. Überm Bett? Nö. Gute alte mal probieren. Funktioniert auch immer. Zumindest fast. Da machen wir mal aus hier. Nichts weiter im Bad. Noch nimmer ein Ei gelegt hatte. So, jetzt Vivien. Wer ist Vivien? Vivien. Ich bin tief bestürzt. Viviens Verhalten bei Lord Sephiroth. Bla bla bla. Speichern. Also dann, wo bin ich? Rechts müsste ich dann weiter. Beziehungsweise links. Und hast du nicht gesehen, müsste ich lang. Hier bin ich ja nach oben gelaufen. Oder hier bin ich hochgeklettert. Schauen wir mal an hier, was gibt's denn noch? Wie viele Taschenporträts wurden denn hier reingebracht? So, einmal das. Und einmal das. Und einmal das. Schade eigentlich, dass in dem Safe keine megamäßigen Schätze drin waren. Also Unmengen in dem Fall. Hier auch irgendwo mal noch eine Wache oder habe ich mich echt schon um alles gekümmert? Ne, da ist nichts weiter. Ich habe nämlich so langsam das Gefühl, hier ist nichts mehr. Weil hier auch nichts mehr drin ist. Na super. Eine große Büste. Ist nichts weiter. Eine Tür. Die Tür müssen wir erstmal noch öffnen. Hoffentlich hat er nicht so viele Stockwerke gehabt. Es waren, dachte ich, nur zwei. Zwei Riesenstockwerke. So. Kein Rabe. Nichts. Nichts. Und noch weniger. Mal schauen, ja, geht es denn noch weiter hoch? Nö. Aber ich bin in diesem ganz großen Raum gewesen. Das bringt mir dann schon echt was. Was? Ne, hier ist. Ne, okay, sah noch so aus. Als ob da was gewesen wäre.
muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier nirgendwo einen Schatten oder ähnliches drauf projiziere. Das wäre jetzt nochmal... Das lässt sich natürlich auch gut scannen. Da hat man dann zwei verschiedene Arten von Schatten. Einmal ganz normalen Schatten und dann nochmal Spielerschatten in dem Sinne. Und je nachdem, was für ein Schatten gerade auf dem Objekt ist, desto krasser reagiert der. Und wenn der natürlich einen sich bewegenden Schatten abbekommen hat, reagieren die natürlich immer ein bisschen heftiger. Also ja, Schachfiguren, gut, dasselbe Muster. 889. Hat überhaupt gar keine Verbindung gehabt zu dem Muster. Trotzdem erstmal ausprobieren. Man weiß ja nie. Wieso habe ich denn hier noch gar nicht ausprobiert, ob man denn hier hochgehen konnte? Wieso habe ich das vorher noch nicht gemacht? Oh, Scheiße. Oh, bitte. Wieso? Ich sehe nie diese Raben. Ich sehe noch nicht mal diese Käfige, nehme ich einfach nicht wahr.